Jo, meine Freunde, was geht ab? Gestern war endlich mal wieder Formel 1 Action und zwar der erste Testtag von der Formel 1 Instag hier in Bahrain. Und ich freue mich extrem, endlich mal wieder ein bisschen zu berichten zu dürfen, was so alles losging. Wir werden ein bisschen eine kleine Zusammenfassung machen, was alles so los war. Und dann gehen wir ein bisschen auf einzelne Sequenzen ein, warum, weshalb und so weiter. Gucken wir uns mal die ersten Bilder an. Und zwar waren viele Messinstrumente am McLaren hier dran. Mega cool, ich zeige euch im Hintergrund wieder die ganzen Pics. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne einen Daumen oben da und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Auch Messinstrumente hier am Red Bull. Dann natürlich auch am Mercedes hinten nur so rum. Über natürlich vieles wurde gemessen, aber auch vieles ging schief. Ein paar Ausfälle gab es, eine rote Fahne und so weiter. Weiter dann hier auch beim wunderschönen Ferrari. Und dann ein paar Bilder hier von der Fahrt. Am Anfang war es auch noch schön, war auch Messinstrumente hier am Alfa Romeo. Und natürlich auch hier McLaren. Dann, ja, der Sand war heute war gestern ein großes Thema, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ja, Vettel hier in seinem Anzug. Wir gehen auch ein bisschen auf die Fahrer ein. Ein paar Anzüge gab es schon. Pinke Schultern beim Vettel. Ziemlich cool beim Aston Martin. Dann natürlich hier die zwei Red Bull, die zwei Young Boys und auch die zwei Scherzbolde überhaupt. Sainz, genau. Wir fangen gleich mit Sainz an, natürlich. Nein, Ricciardo und Norris. Dann auch hier Hamilton und Bottas wieder im schwarzen Anzug wie letztes Jahr. Und natürlich auch Alonso. Er war auch dort. Und die coolen Nachrichten, er wird auch morgen fahren. Morgen ist sein Tag. Heute war Ocon dran. Aber da werden wir auch später nochmal eingehen, wer morgen alles fahren wird. Also, morgen sage ich heute. Wer heute alles fahren wird. Gestern durfte Ocon fahren. Hier haben wir dann auch Ocon und Alonso. Und ja, dann auch hier Mick natürlich, jeder hat ein bisschen drauf geachtet. Aber gehen wir mal auf die Zusammenfassung ein. Frühe Probleme bei Bottas und er hat ein Getriebeproblem. Die mussten das Getriebe wechseln, 3 Stunden gingen verloren. Das ist natürlich nicht gut, wenn das passiert und das im ersten... Aber gut ist, wenn das bei den Tests passiert, muss man sagen. Hat auch Toto Wolff gesagt. Wenn das nämlich bei den Tests passiert, passiert es dann im Rennen eher wahrscheinlich weniger. Rund 3 Stunden Zwangspause für Bottas halt. Das war halt das Problem. Da musste das ganze Getriebe wechseln. Und deswegen, ja, Schumacher nur 7 Runden und auch wegen Getriebeproblemen gestoppt. Aber da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Bestzeit Verstappen, 1,30 und 139 Runden. Das muss man auch, die meisten Runden gefahren. Red Bull will es anscheinend wissen. Die lassen auch jeden Tag nur einen testen. Morgen wird dann Perez testen. Ist auch eine Alternative. Ich meine, man könnte beide gleichzeitig fahren lassen. Wäre auch eine Option. Aber so kann man sich dann halt individuell auf jeden Einzelnen beschränken. Einzelne rote Flagge, ja. Das war leider Charles Leclerc. Kurz vor der Mittagspause musste er seinen Wagen abstellen. Da gab es ein paar Probleme. Hat auch nicht glücklich sich angehört am Funk. Ist natürlich immer blöd, wenn man das Auto abstellen muss. Genau, der Wind war ziemlich stark. Viele Verbremser gab es in der ersten Kurve. Und dann natürlich ist auch so ein bisschen so ein heftiger Sandsturm am Nachmittag gekommen. Das war schon sehr dunkel und sehr neblig. Man konnte fast nichts erkennen. Das ist natürlich auch echt blöd. Das ist halt leider das Einzige, was du in der Wüste nicht abstellen kannst, ist der Sand. Ist natürlich blöd, ist auch nicht gut für die Elektronik, für diese ganzen sehr sensiblen Sachen. Aber trotzdem, kann man nicht abstellen. Probleme bremsten Aston Martin dann am Nachmittag ein. Mick ist insgesamt nur 15 Runden gefahren, am Vormittag sogar nur 7 Runden, dann hat ihn ein Elektronikproblem, geengt, der konnte den ganzen Tag dann nicht mehr fahren, also den ganzen Nachmittag, 25 Minuten vor Schluss, durfte er noch 3 Hotlaps, also so richtige Anpressrunden fahren, ihm hat es zwar mega Spaß gemacht, hat halt für den Test jetzt leider nicht das meiste gebracht, dennoch ist natürlich cool, wenn der Fahrer Spaß daran hat, ist auch cool, wenn man so sagt, wenn man so die ersten Eindrücke endlich mal fahren kann. Es gab ja ein paar Rookies, auch Yuki Tsunoda, auf den gehen wir auch mal. Genau, technische Probleme, bremsten Mercedes ein. Schon nach nur einer Installation Lab trat kurz ein Problem auf, da musste sich hinstellen. Erneut losfahren, bei Bottas leider wieder. Und das war halt dann schon zurückzuführen auf diese Getriebeprobleme. Sie hatten das ganze Getriebe getauscht, hat ihnen 3 Stunden gekostet und im Endeffekt, ja... Wir gucken uns dann auch noch die Endergebnisse an. Die sind zwar echt nicht vielsagend, weil im Grund genommen wird jetzt Mercedes nicht mit vollem Rohr fahren. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ja, bester Rookie Yuki Tsunoda. Der Japaner spulte 37 Runden ab. Und
Es sind zwar nur halb so viele wie Gasly, also sein Teamkollege, aber trotzdem 37 Runden problemlos und landete direkt auf dem 9. Platz. Also besser geht's nicht, muss ich echt sagen. Props an Yuki. Genau, allzu viel darf man sich jetzt von den Testtagen nicht erwarten. Wie gesagt, keiner fährt mit vollem Rohr. Die Bedingungen sind jetzt nicht die besten. Es gibt keine Rahmenprogramme da, die die Strecke noch ein bisschen besser machen. Sie fahren auch heute und morgen, auch am Sonntag, ist auch eine komplette Umstellung, obwohl es in 2 Wochen erst losgeht. Natürlich, normalerweise wären sie so Mitte Februar gefahren, Wintertests, jetzt erst 2 Wochen, bevor es losgeht. Trotzdem, anfangs war McLaren gut mit Ricciardo, der war echt weit und lange vorne. Ricciardo hat dann noch gesagt, es ist immer schön, wenn man seinen Namen ganz oben stehen sieht, aber im Testen ist es wichtiger herauszufinden, wie zuverlässig das Auto ist, und ja, darum sind sie auch viele Rounds gelaufen. Wir gucken uns jetzt mal, ja, hier das erste Bild an Aston Martin. Wir gucken ein bisschen was so heute los war, was so auf der Strecke, vielleicht auch ein paar Dreher, Verbremser und so weiter, das liebe ich auch. Ja, da hast du schon mal die komplette Montur von Aston Martin, ja, genau, von Aston Martin. Da war dann das Abstellen von, ach, der hat jetzt 3 Zacken vorne. Ich glaube, das war nur ein schwarzer letztes Jahr. Jetzt sind es 3 Zacken auf der Nase. Und ja, das ist halt, Charles Leclerc, der die einzige Rotphase auch ausgelöst hat. Dann hast du hier nochmal Vettel im, ja, wunderschön, muss ich echt sagen, das Design ist wunderbar. Und dann trat so ein bisschen der Sandsturm auf, man sieht es hier. Genau, keiner wollte so richtig raus dann. Dann haben sich doch die ersten erbarmt, und das sieht aus wie Regen, ist aber leider nur Sand. Der Alpine hier im Sandmeer, das ist Ocon. Natürlich auch ein paar Wegdreher, zu weit rauskommen und so weiter. Das ist natürlich auch klar, Wegdreher auch von, wer ist das? Wer ist Nummer 9? Ich habe keine Ahnung, sorry. Dann hier, ja, das Bild ist natürlich mega cool geworden, muss man sagen. In der Sandwüste fährt hier der Ferrari, auch ziemlich cool. Und ja, dann, das ist natürlich... Dann konntest du halt leider nicht mehr die meisten guten Ergebnisse rausfahren. Und dann, wow, der Alpine hier, wunderbar. Wurde auch wieder besser zum Abend hin. Ein paar Verbremser von Hamilton auch. Und da den Stroll neben Sainz. Ja, ziemlich coole Bilder, muss man sagen. Und ja, hier haben wir dann das Endergebnis. Max Verstappen, unfassbare 138 Runden, 1:30:06 Bestzeit. Lando Norris dahinter, nur 45 Runden, aber Esteban Ocon für Alpine hat da mega gute Leistung geliefert. 128 Runden, die einzigen Fahrer, die über 100 Runden gefahren sind, überhaupt. Und das ist Ocon für Alpine, ich würde es ihn echt gönnen, und auch auf dem 3. Platz. Wie gesagt, Zeiten spielen keine Rolle, aber natürlich negativ fällt ein bisschen auf Bottas, nur 6 Runden. Wie gesagt, hat da ein bisschen Probleme gehabt. Auch negativ ein bisschen, Mick, haben wir auch schon gesagt, aber auch da oben weiter, da hast du einen McLaren, hier Daniel Ricciardo nur 45, 37 Runden, Yuki Tsunoda, aber die mussten sich alle mal einfahren. Ich bin positiv überrascht, mega schön das Ganze, und freut euch schon, wenn es dann endlich losgeht. Wir werden noch eventuell morgen oder dann am Montag zu beiden Sessions reden. Schaut gerne vorbei, abonniert den Channel gerne und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken, bis ja, später. Wir werden noch reacten noch, und vor allem werden wir auch noch auf das ein oder andere Formel 2 Rennen heute fahren. Wir werden unser letztes Rennen der Formel 2 fahren. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao. Cause I'll only say it once. I'ma show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah.